Achtung, roter Spion in der Basis. Ein roter Spion in der Basis? Wir müssen den Aktenkoffer verteidigen. So, ein bisschen Hilfe vielleicht? Ah, geh mal zurück, Söhnchen. Ich mach das schon. Eins. Eins. Los, mach auf. Aus dem Weg. Oh nein. Hey, er ist noch da. Oh, okay. Gentlemen. Ich sehe, der Aktenkoffer ist sicher. Natürlich. Noch da. Sagt mir, hat irgendjemand von euch einen roten Spion auf dem Weg hierher getötet? Nein? Dann haben wir ein Problem. Und ein Messer. Uhuhuhu, großes Problem. Ich habe schon Dutzende Spione getötet. So nervige kleine Messerstecher. Wie du. Nichts gegen dich. Wenn du sie töten könntest, dann kann ich dir versichern, im Vergleich zu mir waren sie nichts. Und gar nichts, ja nichts im Vergleich zu dem Mann in diesem Gebäude. Bist du Präsident seines Fanclubs? Nein. Das wäre dann wohl deine Mutter. Was zu? Richtig. Und nun ist er hier, um uns zu f***en. Also hör zu, Junge. Oder diese freizügigen Fotos mit deiner Mutter wären das Zweitschlimmste, was dir heute passiert. Oh. Los her damit! Der Spion hat unsere Verteidigung schon durchdrungen. Seht mal, was er mit unseren Kollegen gemacht hat. Aber das Schlimmste ist, er könnte wirklich jeder von uns sein. Er könnte in diesem Raum sein. Es könntest du sein. Es könnte ich sein. Es könnte so... Wow! Was? Es war offensichtlich. Er ist der rote Spion. Seht so, er wird sich jede Sekunde rot verfärben. Jede Sekunde. Seht ihr? Rot. Ah ne, das ist Blut. Ja, also haben wir immer noch Problem. Großes Problem. Okay, wer ist bereit, einen roten Spion zu suchen? Genau hinter euch. Mein kleiner Blumenkohl.